Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in den Survival-Wochen von Mist Survival. Ja, wie ihr seht, seht ihr nichts. Von daher würde ich gar nicht so lange rumschnacken. Wir werden uns hier irgendwo zwischen unseren Zeug verkriechen, hätte ich jetzt gesagt. Wow. Ah, in der Luft kann ich schlafen, oder was? Ja gut, dann schlafen wir in der Luft. Ja, wir müssen hier ein bisschen gucken jetzt. Okay, unsere Wunde ist auf jeden Fall fast verheilt. Es ist Morgendämmerung. Wir haben Hunger, Durst. Ja, wir müssen jetzt halt gucken, dass wir... Ich weiß gar nicht, kann ich denn den Grill so bauen direkt? Ja, ne? Campfire braucht 8 Steine und... Wir müssen jetzt halt erstmal gucken, dass wir ein Campfire gebaut kriegen. Wow, ich komme gar nicht an mein Zeug dran, das da liegt, ey. Das ist ja super, ey. Das heißt, ich brauche erstmal die Axt. Die ist auch nicht mehr da, oder was? Hammer. Hier reingepackt. Ja. Hauen wir das nochmal eben weg. Ich hoffe, dann bleibt es auch weg. Wieder unser Zeug drankommen. So, perfekto. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich brauche jetzt auf jeden Fall einen Hammer. Ich brauche halt immer einen Hammer zum Hämmern, wa? Zum Zusammenbauen halt. Gut, packen wir den Hammer auch mal hier rein. Das Ganze funktioniert halt, wie man es kennt, ne? Wir könnten sogar hier drin aufstellen, Kämpfer. Ja. Dann machen wir das auch. Dann mache ich mal das Bett da noch weg. Ruhig bleiben. Mal das Zeug hier weg, was du da hingelegt hast. Das können wir ja auch noch aufnehmen. Und dann machen wir uns das da erstmal schön in die Ecke rein. Ich muss natürlich ein bisschen gucken, da kommt ja natürlich noch ein Gestell drüber. Deswegen kann ich es nicht ganz in die Ecke machen, denke ich. Mal so machen. So, jetzt sehen wir halt, was fehlt, ne? Aber wir können schon mal mit den Sachen, die wir haben, können wir schon mal anfangen. So. Es fehlen noch 3 Steine und ein Ast. Ein Ast ist gar kein Problem. Wir können einfach einen Baum fällen. Nehmen wir doch einfach mal den, der hier steht. Ja, ich weiß, ist noch sehr dunkel. Aber es sollte jetzt gleich die Sonne aufgehen hier. Aber wie ich jetzt gerade einen Baum umniete, denke ich, müssen wir jetzt auch nicht unbedingt hier Sonnenschein haben. So, ihr seht, es fällt hier immer was auf den Boden, ne? Können wir jetzt alles aufsammeln. Das sind halt Blätter, Stöcke, Federn in der Regel auch. Wow, das waren jetzt nur 2 Äste, das ist aber... Hier vielleicht ein Abhang? Ja. Okay, das war jetzt aber sehr mau. Ansonsten haben wir jetzt hier so Holzblöcke liegen. Da ist nochmal ein Ast hingeflogen. Da können wir natürlich jetzt noch nicht viel mit anfangen. Müssen wir halt gleich mal gucken, aber Feuerholz zum Beispiel lag ja hier auch genug rum, ne? So, ich muss mal eben gucken, wie viel kostet uns das hier mit dieser... 41 haben wir noch. Ja, jetzt müssen wir erstmal Steine suchen. Da wäre natürlich echt gut, wenn es hell wäre. Was sagt unser Essen und Trinken? Weil unsere Gesundheit sagt auch nicht gut hier. Weil wir immer noch eine leichte Wunde haben. Ja, wir könnten jetzt riskieren, halt nochmal ein Stündchen zu schlafen, dass dann hell ist.
das sieht doch besser aus. Ja, noch nicht ganz hell. Ich muss jetzt erst was trinken gehen. Und dann müssen wir halt mal gucken, dass wir Steine finden. Ansonsten müssen wir gleich ein Fleisch roh essen. Aber hier haben wir doch schon mal zwei Steine. Hier haben wir auch noch Holzen. Obwohl, das war gerade wieder so ein Dingens. Ah, okay. Also wie man sieht, findet man die meistens auf Straßen. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Stick ist. Eieieiei. Nein! Ach komm, Spiel, Alter. Ja, super. Jetzt seht ihr hier, das hat uns Haltbarkeit verloren und die Sachen haben wir alle gedroppt. Und wenn das jetzt wieder buggy ist, ja, super. Jetzt seht ihr, sind alle unsere Items hier weg. Das ist so Banane. Das ist so Banane. Also man kann nichts auf den Boden legen. Es macht keinen Sinn. Ich habe das halt gestern auch gehabt. Aber dann bin ich nochmal gestorben. Und dann war alles wieder da. Ja? Also das war ganz kurios. Was auch ein bisschen Banane ist, wie man gerade sieht. Ja, ist, dass die Sachen halt wieder da sind. Das heißt, ich kann nichts nutzen, ne? Ich brauche halt Storage-Container. Das ist das Einzige, was safe ist. Ja, Halleluja, das kann was werden, ja. Ja, weiß ich nicht. Schwierig. Verstehe ich leider nicht ganz diese Sache. Ich meine, ich meine, gut, die hatten jetzt wenig Leben, sind da runtergerutscht. Ja, alles gut. Steht man halt fertig. Aber das mit den Lagern, verstehe ich nicht. Also. Ich meine, klar, dass man das Zeug verliert, alles gut. Ja. Ihr seht halt auch, das liegt dann da rum, wo wir gestorben sind. Weiß aber auch nicht, wie lange. Ihr seht, hier liegt sogar eine Luft. Da gerade noch hier irgendwo die Animal Hide gesehen. Sehr komisch. Ja. Da weiß ich nicht, da müssen wir mal ein bisschen gucken, wie das so weitergeht mit der Geschichte. Ja, ist halt ein bisschen schade. Wie gesagt, früher war das nicht so. Früher konnte man alles auf dem Boden lagern, ja. Vielleicht muss ich es aber draußen lagern und nicht im Haus. Und das können wir halt ausprobieren. Weil das wird mit Sicherheit nicht unser letzter Tod gewesen sein. Da können wir mal von ausgehen. So. Wir trinken mal was. Das Problem, was ich halt sehe, ist auch mit dem Campfire jetzt. Ich glaube, ich werde halt nochmal ein komplett neues Campfire bauen. Aber klar, ich könnte das Bett da jetzt wieder wegkloppen, aber das wird ja sehr wahrscheinlich wieder spawnen. Wann? I don't know. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so gewollt ist. Keine Ahnung. Ist halt sehr, sehr komisch. Aber komischerweise haben wir jetzt Steine gefunden ohne Ende hier. Vielleicht müssen wir einmal sterben, damit das Spiel Sachen spawnt. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. Ist ein bisschen komisch. Verstehe ich halt nicht ganz. Deutet halt, idealerweise würden wir halt eine Base nehmen, die leer ist. Ja, jetzt seht ihr es, ist unser Scheiß wieder da. Genauso war das letzte Mal auch. Ganz komisch.
Weiß nicht, ob jetzt alles wieder da ist oder ob ein Teil weg ist. Weiß ich nicht. Das scheint irgendwie buggy zu sein. Ich weiß nicht, ob das die ganze Zeit so war oder ich habe es halt 3 Jahre lang nicht gespielt. Aber genau das hatte ich halt gestern auch. Genau dasselbe Phänomen. Wenn ich das aber hier so sehe mit den Betten und so, na, ich meine, gut, solange wir sie immer wieder weghauen können, ist ja alles gut, aber. Sehr cool. Ja, hau mal aufs Campfire. Sehr kurios, ey. Naja, gut, wir machen das Campfire jetzt fertig. So. Hier könnten wir halt was kochen, ja. Kochen bringt uns aber nichts, weil, wie ihr seht, brauche ich da erstmal andere Zutaten für. Von daher würde ich da gerne einen Grill drüber bauen. Weil dann können wir, ich hoffe es zumindest, Fleisch einfach braten. Ja. Da brauchen wir Eisen und Komponenten. Sollten wir eigentlich beides haben. Komponenten haben wir hier. Eisen haben wir da. Können wir das direkt mal fertig bauen? So. Ja, jetzt habe ich natürlich nur noch ein Fleisch hier. Ne? Das ist natürlich schon wieder die Disco. Aber wir haben auf jeden Fall Anzünder und wir hätten auch hier so ein bisschen Dingens. Jetzt bräuchte ich aber mal eben Feuerholz. Nicht mal das hier hin. So, wartet mal. Irgendwo war hier Feuerholz. Ja, wir können Feuerholz auch später selber machen, beziehungsweise können wir das auch an NPCs delegieren. Ach, hier ist auch noch Feuerholz, guck mal. Das bekommen wir schon alles hin. So, dann gucken wir mal. Feuerholz. Anzünder, damit es leichter angeht. Zunder brauchen wir. Okay, da müssen wir dann gleich nochmal gucken. Da will ich das Fleisch reintun. Ich habe einen Baum umgehauen. Normalerweise, wenn man Bäume umhaut, bekommt man Rinder auch. Haben wir jetzt aber nicht bekommen hier bei ihm hier. Gut, machen wir den mal noch weg. Ja, mit der Haltbarkeit ist natürlich schon immer ein bisschen, ne? Aber ich habe ja gesehen, mittlerweile gibt es auch ein Repair-Table. Das gab es früher halt gar nicht. Wenn kaputt, dann kaputt. So, hier haben wir jetzt auch Rinde, wie man sieht. Äste, Rinde. Blätter brauchten wir auch für irgendwas Wichtiges. Ich weiß nicht mehr für was. Müssen wir gleich mal gucken. So, die Stämme lassen wir erstmal liegen. Gucken wir erstmal, ob wir das hier irgendwie ankriegen. Mal Zünder rein. Jetzt brauchen wir noch Streichhölzer. 100%. Und wenn ich das rausnehme, haben wir 60%. Dann lass das mal drin. So. Dann burnt das doch schon mal. Ihr seht, das Stückchen Fleisch liegt da drauf. Ansonsten hätten wir noch Därme und Animal Fett. Aber mit Animal Fett können wir, glaube ich, noch gar nichts machen. Ja, ansonsten würde ich halt sagen, wir brauchen echt erstmal irgendwie ein paar Storage-Behälter, sonst wird das hier echt Tricky Disco. Smart Cabin. Hier haben wir halt noch gar nicht. Hier haben wir halt nichts dabei. Wir können uns natürlich einfach auch ein Dying Bag bauen, na, dass wir Sachen trocknen können. Das macht auch mehr Sinn. Wir brauchen mal 2 Seile, 8 Sticky, 7 Stickies. Das können wir auf jeden Fall auch schon mal bauen. Das hier reingestellt. Das jetzt einfach erstmal hier hin. Ich würde mir jetzt aber erstmal nochmal einen Speer
Speer. Warte, wir hatten einen Speer auch noch hier. Ich mache trotzdem noch mal einen Speer. Aber ich gucke erstmal nach dem Fleisch, nicht, dass er die verbrennt. Also. Bin ich schon ready. Nicest piece of big animal. Gut, könnte ich das jetzt auch ausschalten hier? Nee, ne? Ich habe halt so viel Holz reingeballert, das brennt jetzt halt einfach durch. Okay. Na ja, gut, da gucken wir mal, was uns das gibt hier. Sollten wir voll sein, ne? Ja, fast. Und wir heilen ein bisschen, das ist sehr gut. Jetzt brauchen wir erstmal Stickies. 7 Stück, glaube ich, waren es, ne? So, dann brauchten wir Seile. Seile hatten wir aber. Wir haben auch noch eine Bandage, ist auch gut. Dann können wir das hier mal eben fertig bauen. So, perfekt. Jetzt könnten wir hier halt auch Sachen trocknen. Ich weiß, könnten wir hier einfach auch was reinlagern? Nee, aber. Der sein können. Was liegt hier noch rum? Blatt, da ist noch. Oh. Wow, wow, wow. So, ich würde sagen, alles Wichtige, was wir so brauchen, lagern wir da drinnen. Zumindest von jedem mal ein Werkzeug. Na gut, den Zünder haben wir im Campfire ja drin, das ist völlig okay. Mal gucken, was wir hier noch so hingelegt haben. Ach, ich bin halt doch voll, ne? Warte mal. Noch der andere Speer. Ich werde jetzt mal das Scrap-Zeug hier lagern. Scrapboot. Bretter. Hier lagern wir Äste. Hier lagern wir die dicken Äste. An das andere komme ich schon wieder gar nicht mehr dran. Ne? Ja, ich muss jetzt einmal hier ein bisschen Ordnung machen, sonst kommen wir hier nicht weiter irgendwie. Bin mal gespannt, wie oft wir das hier noch weghauen müssen. Wenn der Vorteil ist, wir bekommen ein paar Bretterchen. Das Ding können wir ja auch stehen lassen. So, weiter. Scrapboot haben wir wirklich genug. Bretter haben wir auch ein paar. Das sieht gut aus. Hier hätten wir noch einen normalen Sticky. Den legen wir mal hier hin. Da haben wir noch Stoffen liegen. Steine und Blätter. Steine. Blätter. Und dann mache ich hier noch Federn zwischen. Okay, dann haben wir das schon mal. Stoffen sollten wir hier auch lagern. Seile auf jeden Fall. Den Speer können wir mal mitnehmen. Den anderen könnten wir hier... Unsere Axt ist auch fast durch. Unser Hammer ist auch schon sehr durch. Aber wir haben zum Glück noch einen Hammer. Da haben wir nochmal Stoffen. Unsere Stifte. Säge, Shotgun. Der Shotgun wäre auch schön, wenn die nicht wegdroppen würde. Unsere Stifte packe ich hier mal noch mit rein. So, was haben wir jetzt noch hier liegen? Okay. Munitioner. Säge und Hammer droppe ich gleich irgendwo in die Ecke. Ja, gut, das würde ich echt für Ressourcen lassen. Ich weiß gar nicht, warte mal, konnten wir hier nicht die Gedärme trocknen? Ja, genau. Da brauchen wir Stunning Rack für. Das nehmen wir mal mit. Flasche nehme ich auch mal mit.
So. Ja, das Ding ist, das deckt natürlich auch alles nicht so hoch, ne? Das ist auch klar. So, wir legen mal die Haut, legen wir mal hier hin, das passt schon. Das spawnt ja nichts. Hier vor dem Kamin können wir auf jeden Fall was lagern. Flaschen. Munitioner. Noch Tierfett. Haben wir da aber auch liegen. Pack das nochmal dabei. Und dann haben wir hier noch Säge und Hammer. Werkzeuge packe ich hier in die Ecke. So. Gut. Essensmäßig sind wir erstmal am Start. Wir müssen mal trinken. Die Axt brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Die ist aber auch eh durch. Aber ich glaube, hier, wo wir sind, ist noch eine Axt gewesen. So. Würde mir jetzt ganz gerne, einfach um das mal ausprobieren zu wollen, nochmal zwei Speere machen. Mal gucken, wie weit man die irgendwie gut werfen kann. Dann hol ich mal drei. Schauen wir einfach mal. So, den Rest droppen wir hier wieder hin. Dann machen wir das so. Das essen wir. Und dann sagt die Uhr auch schon wieder. 10.26 Uhr sieht doch gut aus. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal was trinken. Naja, wir sind schon wieder dehydrated. Und ansonsten gehen wir dann mal die anderen Gebäude hier looten. Wie gesagt, ich weiß, wo eine Werkbank ist. Die holen wir. Also das Gebäude da drüben looten wir, das Gebäude. Und dahinter ist noch der Turm, um euch das auf der Map zu zeigen. Das ist das Gebäude und das Gebäude. Wir sind aktuell hier. Ja, den Rest kenne ich aber auch noch nicht. Ich war noch mal einmal hier. In der Ecke war ich noch mal. Da weiß ich ein, zwei Sachen. Aber ansonsten. Ja, das große Problem ist einfach Bandagen. Das ist schon wieder Nebel, Alter. Noch ist keine Musik an, noch sind die nicht gespawnt, glaube ich. I don't know, ja. Ah, da ist der erste gespawnt. Ich hab's gesehen. Da drüben steht einer. Oh. Nervig, Alter. Man kommt halt auf keinen grünen Zweig. Da ist auch noch ein Bär. Ich meine, der Vorteil ist, wenn wir jetzt im einen Gebiet, so wie hier jetzt, wenn wir jetzt hier zwei, drei weghauen, haben wir halt in dem Gebiet erstmal Ruhe, aber wir müssen halt auch erstmal zwei, drei weghauen. Wir können uns aber natürlich auch einfach ins Haus verpissen. Ja. Oh, Shotgun-Muni oder was? Geil, ein Schuss, ey. Wir haben ja eine Shotgun drüben, ne? Oh, super, eine Bandage. Ja, wir können es ja erstmal aufheben, wir können es ja gleich immer noch droppen. Unser Leben, sagt, sieht ganz gut aus, ne? Aber wir verlieren schon wieder Leben. Warum? I don't know. Ja, wir könnten das Feuerholz noch mitnehmen. Aber gut, Feuerholz sollte jetzt nicht das große Problem werden, ne? Aber gut, Leute. Wir sind bei 25 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie es weitergeht, schauen wir mal in der nächsten Folge. Wir können natürlich nochmal feige schlafen. Hoffen, dass der Nebel weggeht. Oder wir müssen halt fighten. Schauen wir mal.
In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi.